Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Multipla Garage. Ihr seht ein altbekanntes Gesicht, den Bipower, und zwar den ersten seiner Sorte, wie ich ihn tatsächlich dann in meine Sammlung aufgenommen habe. Ist schon wieder über ein Jahr her. Hier steht er nun. TÜV hat er ja bestanden. So viel haben wir ja auch schon mal erzählt in einem anderen Video. Jetzt möchte ich natürlich noch mal so genauer darauf eingehen. Das Hauptthema des heutigen Videos soll erstmal sein, ich erkläre euch mal so ein paar Vorteile von dem Bipower, natürlich auch ein paar Nachteile, aber im Großen sind es eigentlich eher Vorteile. Ich gehe noch mal ein bisschen auf die Technik ein, was sie eigentlich auch noch nie spezifisch für dieses Auto gemacht haben, und dann werde ich noch einmal so allgemein ein kleines Update zu dem Auto geben, was hier noch gemacht gehört, beziehungsweise was denn jetzt bis zum heutigen Datum alles gemacht wurde. Das erste, was dem geschulten Multiauge auffällt: ein Flüssigkeitstropfen unter dem Fahrzeug. Wir werden das natürlich wieder mal ganz kurz inspizieren. Ich werde dran riechen. Benzin, okay. Solange es nach Benzin riecht, werde ich mal davon ausgehen, dass wir noch genug Benzin im Tank haben. Ja, welche Vorteile habe ich denn, wenn ich mich nun für einen Bipower entscheide, anstatt für einen normalen Benziner, in diesem Fall den 116V oder 1,616V, je nachdem, wie ihr wollt. Der Vorteil vom Bipower ist natürlich, dass ihr zwei verschiedene Kraftstoffe fahren könnt. Das heißt, ihr fahrt zum einen günstig mit Erdgas, selbstverständlich auch umweltschonend, wenn man das auch noch so nennen möchte. Und ihr habt trotzdem noch den Benzinantrieb, falls denn mal nach 20 Jahren mit einer Erdgasanlage etwas nicht mehr funktionieren sollte, sollte etwas, ein Komponent der Erdgasanlage, den Betrieb verweigern. So könnt ihr nach wie vor auf Benzin fahren, und natürlich umgekehrt: läuft auf Benzin etwas nicht, könnt ihr einfach auf Erdgas fahren. Erdgas ist natürlich auch, wie ich gerade schon angesprochen habe, sehr günstig. Hier zahlen wir 1,03 €, was so meines Erachtens die Obergrenze ist. Ich habe schon gehört, es gibt auch Leute, die verlangen sogar 1,20 € dafür, was meines Erachtens einfach reine Abzocke ist. Und dann gibt es noch so die ein oder anderen Tankstellen, wo ich auch neulich gehört habe, sie verlangen nur 99 Cent, was natürlich mega gut ist. Vorteil: ihr habt jetzt, also klar, Dieselkraftstoff wäre auch günstig. Gab es ja auch mal eine Zeit, wo er 89 Cent gekostet hat. Die Zeiten sind mittlerweile vorbei, aber da hattet ihr natürlich immer noch die hohe Steuer vom Diesel. Hier habt ihr jetzt natürlich die normale Steuer. Der kostet meines Erachtens 106 € oder 100, ich weiß jetzt genau, knapp über 100 € kostet der. Wenn ihr jetzt den Blue Power nehmt, also mit rein Erdgas ohne Benzin, zahlt ihr trotzdem die gleiche Steuer, weil er in der gleichen Klasse ist. Ist eigentlich schade. Ich bin schon der Meinung, wenn man jetzt schon umweltschonend fährt mit Erdgas, sollte doch die Steuer meines Erachtens auch etwas günstiger sein. Ist es aber leider nicht. Naja, aber trotzdem, fürs Portemonnaie ist es doch immer noch gut, die relativ geringe Benzinersteuer doch noch im Zusammenhalt mit dem günstigen Kraftstoff. Für den einen oder anderen scheint beim Bipower der Vorteil noch zu sein, dass er etwas höher ist. Gerade so, wenn es mal darauf ankommt, unbefestigte Wege oder so zu fahren. Wir haben natürlich etwas längere Federn drin im Bipower, damit die Gasflaschen, also das Gewicht von den Gasflaschen, noch besser über die Straße gehalten wird, jetzt im Vergleich zum Benziner zum Beispiel, wo das Gewicht von den Gastanks wegfällt. Es macht beim Fahren kaum einen Unterschied. Ein weiterer Vorteil vom Bipower ist unter anderem, dass der Unterboden doch tatsächlich etwas weniger rostet, weil ihr halt die Gastanks habt und auch die Abdeckung von den Gastanks. Da kommt so gut wie nie Feuchtigkeit dran oder Streusalz, je nachdem, wann ihr das Fahrzeug bewegt. Und wenn ihr dann irgendwann mal die Gastanks abbaut, aus welchem Grund auch immer, ob ihr es so stilllegen wollt oder ob es halt für den TÜV Not tut, dann habt ihr tatsächlich eine relativ rostfreie Fläche. Dort, wo eigentlich bei den meisten Multiplas doch schon ein bisschen Rost anfängt, an diesem ganz normalen Bodenblech. An der Seite natürlich bleibt der Rost, auf der Fahrerseite doch weniger als beim Benziner, weil beim Bipower der Auspuff schließlich direkt hier unter der Tür lang läuft, wie ihr seht. Und auch über dem Auspuff ist es somit etwas mehr Spritzwasser geschützt als beim Benziner. Eigentlich ist nur die Beifahrerseite hier gleich strapaziert wie beim Benziner oder wie beim Diesel. Ja, wie sieht das aus mit dem normalen Fahrbetrieb? Wir haben hier zusätzlich zu der Benzinanzeige, also der Kraftstoffstandanzeige für Benzin, noch die Gasanzeige drüber. Ich verstehe jetzt nicht, warum es sich nicht richtig. Jetzt fokussiert es sich. Die wird dann halt in grünen bzw. zwei oder einer gelben LED,
angezeigt. Ich habe immer mit einer Erdgasfüllung knapp 500, 510 Kilometer geschafft, bei auch eigentlich relativ normaler bis sparsamer Fahrweise. Mit dem Benzin mit, sagen wir jetzt 35 Liter, meine ich, kommt man knapp 400 und kann man sicher ausrechnen, wie halt eure Fahrweise ist, ob es im Stadtverkehr ist oder hauptsächlich Autobahn, je nachdem. Bei mir ist es eigentlich nicht allzu viel Stadt und auch nicht allzu viel Autobahn. Also ich bin eigentlich immer auch sehr bewusst mit diesem Fahrzeug unterwegs, weil ich möchte auch, dass die Fahrzeuge möglichst lange halten. Hauptsächlich fahre ich auf Erdgas. Jetzt habe ich da so eine Phase, wo ich auf Benzin fahre, weil ihr seht ja, der Tank war wieder undicht, dass ich halt den Füllstand runterbekomme, dass er halt nicht mehr leckt. Aber es wäre kein Multipla, wenn er keine Macken hat. Und es gibt natürlich beim B-Power die ein oder andere motorspezifische Panne, würde ich mal sagen. Und zwar gibt es diese Sage, dass die Zylinderköpfe relativ schnell durchbrennen in einem Intervall von knapp 70.000 oder 60.000 Kilometern. Je nachdem, von wem ich das gehört habe. Bei den einen waren es sogar schon nach 30.000. Aber das ist eigentlich, ja, also es gibt die Fälle. Dieser hier hat bisher noch keine Probleme gemacht vom Zylinderkopf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich den schon fahre. Jetzt auch noch nicht allzu lange. Also klar, ein Jahr, aber noch nicht so viele Kilometer. Hatte auch noch nie Probleme damit gehabt, dass da die Zylinderköpfe durchbrennen. Außerdem habe ich auch gehört, die Zündkerzen soll er auch sehr gut wegfressen. Denn es sollen eigentlich LPG-1 bzw. irgendwelche speziellen Zündkerzen rein, die halt für den Gasbetrieb bessere Hitze aushalten. Hatte ich mal gekauft, für den Blue Power 100 Euro bezahlt und ja, gebracht hat es gar nichts im Endeffekt. Es reicht, wenn ihr NGK, BKR 5 EZ Zündkerzen reinmacht, sollen knapp 60.000 Kilometer halten. Klar, weil halt wahrscheinlich Erdgas etwas heißer verbrennt. Jetzt sind die hier auch mal wieder dran. Das macht sich mal bemerkbar dadurch, dass er dann im Stand bzw. im Leerlauf so etwas unrund läuft und einen oder anderen Zündaussetzer auch mal zum Vorschein bringt. Damit immer mit den Zündkerzen anfangen, sind schon bestellt. Werde ich dann hier auch, denke ich mal, in den nächsten paar Tagen einbauen, sobald es dann natürlich schlimmer wird. Zahnriemen habe ich jetzt hier auch gewechselt. Somit ist er eigentlich erstmal wieder einsatzbereit. Doch jetzt meldet sich schon die Lichtmaschine. Und ja, früher oder später kommt natürlich auch die Problematik beim TÜV. Die Flaschen müssen raus, die Flaschen müssen eine Druckbehälterprüfung bekommen. Ja, und da sind dann mindestens 1000 Euro immer Pflicht, die man da einplanen muss. Bei dem, es ist jetzt zum nächsten TÜV soweit, dass wir die Flaschen da komplett rausnehmen müssen. So, bei diesem Fahrzeug spezifisch haben wir nochmal aufgrund der letzten TÜV-Untersuchung die ein oder anderen Sachen nochmal im Nachhinein behoben. Somit sind nun die Bremsen vorne komplett neu. Die Querlenker beidseitig, die Spur ist damit dann auch eingestellt worden. Die Reifen sind neu und eine Fahrwerksfeder auf einer Seite ist neu gekommen. Ich weiß es gar nicht, auf der Fahrerseite meine ich. Die war nämlich durch. Die andere Seite haben wir jetzt nicht gemacht. Einfach mit der Begründung, man soll zwar mal beide gleichzeitig wechseln, aber hat einfach nicht Not getan, weil sie jetzt auch nicht so schlimm aussah. Und ich habe jetzt auch damit aufgehört, immer schon so viel Geld reinzustecken in die Autos. Und am Ende machen sie doch wieder Probleme. Also hier ist jetzt erstmal akut, würde ich sagen, eine neue Lichtmaschine. Und dann löppt das Ding. Nun, dann soll das erstmal wieder das gewesen sein mit dem Video. Dann wünsche ich euch erstmal wieder eine schöne Woche. Und ich denke mal, ich werde noch mal eine komplette Bestandsaufnahme zu dem Fahrzeug hochladen. Weil so richtig haben wir uns noch nicht um das Fahrzeug gekümmert. Ich denke mal, aber genau das war das Problem. Weshalb er denn so... ja, so aussieht, wie er jetzt aussieht, ne? Leicht angeranzt, nicht schlimm, aber leicht angeranzt. Er hat es nötig, mal komplett untersucht zu werden, jetzt mit dem bestandenen TÜV, damit wir auch sicherstellen, dass wir den nächsten TÜV weiter ansteuern können. Ja, wie gesagt, ich wünsche eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem weiteren Video von Multipla Garage. Und tschüss!